Hallo, hier ist wieder Robert mit Geschichten aus der Geschichte. Heute geht es nach Ladenburg am Neckarstrand. Zumindest für den Teil 1, die Römer und das Bistum Worms. Das Ganze liegt im heutigen Kreis Rhein-Neckar, hier rot markiert im grünen Ländle Baden-Württemberg. Eine Übersichtskarte, der Fluss Rhein, von Nord nach Süden, von West nach Ost Neckar, Handelsstraßen, heute wie einst. Und hier liegt Ladenburg. Ja, früher Lopodunum genannt, früher. Kurz nach Christi Geburt erreichte unser Imperium auch den Neckar. Viele starke Garnisonen waren nötig, die Barbaren in die Schranken zu weisen. Es entwickelte sich rasch. Wir waren fleißig. Im Jahre 98 nach Christus erhob Kaiser Trajan den Ort zum Hauptort der Civitas Ulpia Sueborum Nicrensium, der ulpische Bezirk der Neckarschwaben. Wir siedelten Barbaren an. Und im Jahre 220, da gab es ein starkes Reiterkastell, 500 Berittene, die Garnisonen nicht mitgezählt. Bald wurden wir vorverlegt und Lopodunum entwickelte sich zur Stadt, fest ummauert, dreimal so groß wie das spätere, mittelalterlich genannte Ladenburg. Wir brachten euch die Kunst der Weinveredelung, die Zivilisation und die Baukunst. Die Stadt dehnte sich aus. Wir hatten eine Basilika, Forum, einen Palast. Handel und Wandel auch mit den Barbaren wuchsen. Doch natürlich regte sich auch Widerstand. Das Imperium war stark. In der Stadt war es sicher. Mehr als 150 Jahre lang konnten wir darin sicher leben. Seht hier eine rekonstruierte Jupitersäule. Vater Jupiter auf der Spitze und beispielhaft Herkules. Eigentlich nur ein Halbgott, aber er war sehr bekannt und populär, muss man sein. Dann haben wir Juno, die Frau des Jupiter, Göttermutter, sehr bedeutend in unserer Kultur. Dann haben wir Hermes, Gott des Handels und der Boten. Und schließlich Minerva, Göttin der Kriege und der Kunst. Auch der Krieg ist eine Kunst. Bald jedoch kam auch das Christentum von uns. Geschichte wird groß geschrieben in Lopodunum, auch heute noch. Wo man auch gräbt, wo man auch steht, man trifft auf uns. Hier das ehemalige Nordtor. Hier zogen unsere Kohorten aus, die Barbaren in die Schranken zu weisen. Doch 260 wurden wir überrannt von den Alamannen. Es sollte einige Zeit dauern, bis 369 unter Kaiser Valentinian unser Reich die Grenzen wieder ausdehnte. Doch Lopodunum erreichte nie mehr seine alte Größe. Ein fester Hafen, ein Burgus, wurde am Neckarstrand gegründet. Es sollte nicht lange dauern, zu stark war der Druck der Barbaren. Doch auch sie konnten sich ihres Sieges nicht lange erfreuen. Die Alemannen wurden von den Merowingern abgelöst. Die siedelten hier. Und schließlich wurden die Merowinger durch die Franken abgelöst. 628 schenkt der legendäre Frankenkönig Dagobert, Herr von Austrasien, Stadt und Gau dem Bistum Worms und die neue Geschichte beginnt. Hier seht ihr aus der Bauepoche der Renaissance die Kellerei des Bischofs und der Bischofshof. Einst Eckpunkt der Stadtbefestigung. Auch die Wormser Bischöfe mussten sich gegen viele Neider behaupten. So war auch der Bischofshof stark befestigt. Wie wir hier sehen, auch zur Stadtseite. Der Wehrgang fehlt heutzutage. Doch die Städter begehrten immer stärker auf. Sie dankten die Herrschaft schlecht. Und so musste ein wenig Schutz her. Heute noch künden prachtvolle Portale und die prächtigen Wappenkartuschen von unseren Bischöfen. So muss man sich das Ganze in der frühen Zeit um 1000 vorstellen.
Natürlich, wo immer man baute, wo immer man grub, man traf weiterhin auf römische Reste. Im Hintergrund eine römische Mauer, dann die Franken. Auch hier wurden Königshöfe errichtet. Und darauf bauten die Bischöfe ihre erste Stadtmauer ums Jahrtausend. Zwei weitere sollten folgen. Wer immer sich für solche Architektur interessiert, der findet reichlich Grabungen gut markiert. Doch kommen wir zur Kirche St. Sebastian. Die rechts angebaute Schule von 1885, die hatte als Vorgänger die alte Aula, die damals einfach abgerissen wurde. Aber es gab Zeiten. St. Sebastian sieht gewachsen aus, ist es auch. Das Chor, heute der Chor genannt, wurde in der gotischen Periode, 15. Jahrhundert, neu erbaut, angebaut, vergrößert. Helle, große Fenster. Doch das Langhaus, hier sehen wir. Da hat es noch ein wenig im Süden Rundbogenfries, das wurde zur romanischen Zeit zwischen 1000 und 1200 neu erbaut. Der Kirchturm indes, der im Norden steht, gründet sich auf seinen karolingischen Vorgänger, unter den Bischöfen von Worms neu erbaut mit dem für die Baumeister dieser Epoche typischen Steindach. Und hier sehen wir, das ist nicht einheitlich, denn es gibt einen Verbindungsbau genannt, der mit Steinen der vorherigen Gebäude zum Teil errichtet wurde. Interessant, es finden sich hier viele Reliefs mit Szenen aus dieser Zeit, Fabelwesen, Szenen der Bibel. Die Wormser Bischöfe gaben viel auf die Sicherheit, Verbreitung, aber auch auf ihre Macht als geistliche und weltliche Herren. Doch seht hier, das erinnert an Jonas und den Wal. Zwei Köpfe, ein Wal und ein Vogel, was immer man sich dabei denken mag. Doch kommen wir zum Bischofshof, Zweitresidenz der Wormser Bischöfe. Selbstverständlich schenken die Bischöfe den aufstrebenden Pfalzgrafen bei Rhein einen Ort mit einer Burg am Heidelberg. Hermann von Staleck war es, glaube ich, der seinen Sitz dann auch hierher verlegte, nach Heidelberg, unweit von Ladenburg. Gedankt hat man sonst schlecht, denn hier seht Georg von Schönberg, einer der bedeutendsten Bischöfe von Worms, ein prachtvolles Wappen. Doch viele andere Bischöfe haben sich hier an der Bischofsburg verewigt. Heute ist auch das Lobdengau-Museum im Bischofshof zu besuchen, sehr sehenswert. Doch der Brunnen selbst, er trägt im Sturz, dem Querstein, die Jahreszahl 1503. Das war zur Zeit des Bischofs Johann von Dalberg. Unter ihm erlebte Worms im Besitz von Ladenburg nochmal einen Aufstieg. Er war persönlicher Freund des Kaisers. Inzwischen gab es heftige Auseinandersetzungen mit dem Pfalzgrafen. Und 1385 musste nach schweren Kämpfen Worms einen Teil des Besitzes von Ladenburg an den Pfalzgrafen abtreten. Schwierige Zeiten. Kurz konnte Johann von Dalberg das wieder ein wenig zurechtrücken. Doch seht hier an der Nordseite des Bischofshofes dies prachtvolle Wappen. Gewaltig. Die gesamte Familiengeschichte verewigt. Einzelheiten im Museum. Interessant hier, da wurde oben bei der Jahreszahl um die Ecke gemeißelt. Man hatte sich ein wenig verschätzt. Wie dem auch sei, die Zeiten waren unsicher geworden. Hier sehen wir eine Grabung an der Schule, römisch, karolingisch. Doch nach St. Sebastian, die Stadtbefestigung, da sehen wir Teile des Mauersteinverbandes Opus Spicatum. Das sind diese leicht querliegenden, aufgestellten Ziegel. Das ist römisches Mauerwerk. Wurde mitverwendet. Teilweise mauerte man auch in dieser Form.
Und auf den karolingischen, auf den ersten wormsischen Mauern wurden 1200 und 1260 weiteres errichtet. Hier die Reste des Pfaffenturmes, eines starken Wehrturms im Südwesten. Die Stadtmauer mit einem breiten Graben vorgelagert und gesichert, selbiger heute verfüllt, ein schöner Park. Und wir treffen hier im Westen auf die Kronberger Mühle, Teil der Stadtbefestigung. Der Mühlbach, der floss durch die Stadt, das war schön, nur der Auslass hier musste stark bewacht und vergittert werden, denn da konnte man eindringen. Es gab Kampfschwimmer auch schon in früheren Zeiten. Indes, die Kronberger, ein Adelsgeschlecht, erbauten die Mühle neu 1595 zusammen mit ihrem Hof, die Adelshöfe im Tal 2. Wer das auf sich hielt, der hielt natürlich einen Hof in Ladenburg und war Freund der Bischöfe. Die Stadtmauer in großen Teilen noch erhalten, obwohl der Stadt übel mitgespielt wurde. Die Pfalzgrafen, nachdem sie einmal Teileigner waren, hielten Frieden. Man hatte ja Nutzen vom Handel. Doch im Dreißigjährigen Kriege ging es übel und die Franzosen ab 1689, die wüteten übelst. Mehr im Tal 2. Und hier, im Nordwesten, über den Hexenturm gesehen. Wir kannten auch Hexenverbrennungen und Zocht, jawohl. Es ist teilrestauriert, denn große Teile der Stadtmauer wurden nach den schweren Verwüstungen nicht mehr aufgerichtet. Doch hier das Wormser Tor, das ist noch sehr schön, zum großen Teil original erhalten, gut restauriert und zeigt uns, wie so ein Stadttor in der romanischen Zeit, 11. bis 13. Jahrhundert, kann man sagen, ausgesehen hat. Hier ein kleiner Abtritt in den äußeren Graben, auch das gehört dazu. Doch die Ecken, durch starke Stützpfeiler mit Buckelquaderwerk, mächtig demonstriert durch die Steinmetze. Das Ganze noch einmal verstärkt. Das Tor selbst zur Außenseite hat noch die Führungsschlitze des einstigen Fallgatters, was hier im Stein herabglitt. Eisen beschlagen, alles zerschmetternd, wenn es auftraf. Oben das Kettenrad, mit dem es hochgezogen wurde. Auch hier sehen wir verschiedene Köpfe und Scharten. Von der Stadtseite, ehemals war es rückseitig offen, wie man sieht, es wurde dann vermauert, diente teils als Wohnturm, kam aber nicht so durch. Ja, das Wormser Tor. Die anderen Stadttore wurden im 19. Jahrhundert abgerissen. Man war dort nicht so geschichtsträchtig. Wie gesagt, die Schule, die wurde ja auch auf alter Grundlage erbaut. Schade drum. Doch wir sind jetzt hier im Norden, gehen nach Osten. Hier sehen wir weite Teile, wiederum der Stadtgraben verfüllt, Häuser innen angebaut. Und wir erreichen schließlich im Südosten das ehemalige Schriesheimer Tor, das stand hier. Noch schließen die Stadtmauern fast an. Der moderne Handel bedingte den Abriss des Tores. Doch seht, große Schwibbögen, sind diese Rundbögen, tragen und stützen die Mauer, oben der Wehrgang, nicht mehr ergänzt. Weiter zieht sich das Ganze im Süden entlang, gen dem Bischofshofe. Es wurden natürlich auch die Steine der Stadtmauer zum Wiederaufbau nach den schweren Zerstörungen durch die Franzosen im 17. Jahrhundert verwendet. Wir passieren das ehemalige Heidelberger Tor. Auch hier die Stadtmauer als Außenmauer der Häuser noch vorhanden, doch das Geschichtsbewusstsein lebt. Hier wurde Verlauf des Tores mit Zangenmauern, einem Vortor, einer Verstärkung, im Pflaster hervorgehoben bei Sanierungsarbeiten. Ja, der Bischof und der Kurpfälzer. Freunde und Feinde, damit endet unser erster Teil. Ein kleiner Hinweis sei gegeben, ein Beitrag der Serie 1 ist dies. Es gibt weitere Serien, schaut doch mal rein. Doch zunächst weisen wir darauf hin, dass dies nicht der Abgang dieser Geschichte ist, sondern
Die Fortsetzung im Teil 2 erfolgt. Wir sehen uns. Bis dann.